Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Special. Ja, heute wieder zum Thema Server erstellen. Ja, auf jeden Fall zeige ich euch heute in ganz kurz, wie man sich Minecraft-Server erstellt. Dazu müssen wir mal kurz auf Pause machen. So, ja, hier bin ich wieder. Auf jeden Fall geht ihr auf die Seite, die ich euch unten in den Anhang gestellt habe. Downloadet euch, Moment. Wo ist das? Hier. Da. Das downloadet ihr euch. Das nicht. Das nicht. Das, da geht ihr auch nicht drauf. Einfach, dass ihr die Minecraft-Server wechseln. So, die downloadet ihr. Datei speichern. So, erwartet, bis das hier da ist. Keine Angst, es ist nichts Gewalttätiges. Da steht nur Gewalt. Aber es ist nichts Gewalttätiges. Moment, so, dann geht ihr auf Downloads. Wo haben wir denn Downloads? Downloads. Und dann gehen wir auf, wo haben wir es denn? Minecraft Server. Das ziehen wir uns jetzt auf den Desktop. So, jetzt machen wir uns einen neuen Ordner. Neu. Ordner. So, ziehen es da rein. So, und gehen hier auf Ausführen. Jetzt warten wir kurz. Jetzt erstellt er alles. Ihr seht schon, da werden Ordner erstellt hier. Ist wichtig. Jetzt können wir schon mal einen Stopp reinschreiben und dann, wenn er fertig ist, dann gehen wir auf. Tja. Denn wir müssen den Code stoppen. Wir müssen noch etwas verändern. Ja, ich zeige es euch jetzt ohne diesen User Not Premium Fehler, aber bei meinem letzten Video, da kommt dann dieser Fehler. Da habe ich aber, ja, ein Video drin, wie man das behebt. Gehen wir bitte zu hier. Java, Dankeschön. So, dann geht ihr auf, dann seht ihr so eine Serverdatei hier, nicht die, sondern die, eine andere, die öffnet ihr. Ich habe schon als Standardding öffnen mit und dann halt Editor. Und dann kommt sowas. Ja, was machen wir jetzt? Wir werden etwas einstellen. Auf jeden Fall, das Einzige, was ihr braucht, ist eure Apache-API einzugeben. Wow, das war's. Ihr könnt aber noch was anderes hier einstellen. Spawn Animals. True. Ich zeig's euch, wie ich es immer mache. So, hier kommt noch was. Also nicht das Einzige, sorry. Online-Mode müsst ihr auf False stellen. So ist diese User-Premium-Fehler auch behoben. PvP mache ich immer. Damit man sich nicht schlagen kann, Difficulty Maximal Players hätte ich euch noch empfehlen, so auf, je nachdem wie viele Freunde drauf haben wollte. Ich mache jetzt mal einfach 2. Was brauche ich? Ich bin doch nur einzeln hier. So, Spawn Monsters. Falls für den Anfang steht es immer aus. So, dann geht ihr einfach auf Datei speichern. Schließen. Dann, so, hier gibt es noch Band-IPs, da könnt ihr die IPs einstellen von den Leuten, also von Hamachi, von denen, die ihr nicht mehr auf eurem Server haben wollt, die auch nicht mehr unter einem anderen Namen reinkommen sollen. Da hört ihr einfach die IPs rein, da können sie dann nicht mehr rein. Band-Player ist einfach den Namen. Okay, jetzt starten wir die Exe wieder. Klar, Spawn Area. Blub. Gehen in Minecraft,